Hey, willkommen zurück zu Let's Play Amateur Surgeon und jetzt sind wir bei Peter angekommen. Peter hatten wir schon hier in Kapitel 1, 2? Ja, hier in Kapitel 2, da sah er aber noch irgendwie besser aus. Da war er nicht so grün. Also gucken wir mal, was jetzt sein Problem ist. Doctor, the weird guy, the trench coat in the LA said you'd be here. Der verrückte Typ im Trenchcoat? Ach so, ja klar, den, wo wir vorher operiert haben. Den Exhibitionisten. It happened again. I'm poisoned. Es ist schon wieder passiert. Ich bin vergiftet. Ich will nicht sterben. Oh Mann. Behalt es in dir, Peter. Gut, dann wollen wir mal gucken. Surgical. Ach ja, wir haben ja jetzt auch eine neue Umgebung. Wir sind in diesem alten Krankenhaus. Nun gut, also. Schlitzen wir mal auf und gucken mal, was dem sein Problem ist. 6 Minuten 36 haben wir anscheinend Zeit. Ah, das war doch mit Feuerzeug, ne? Nein, nicht mit Feuerzeug. Das muss ich mit dem. Oh. Na komm schon. Kann sein, dass ich den wieder neu starten muss. Aber wie gesagt, das ist erst so die Kennenlernphase und dann habe ich die Taktik entwickelt, wie ich den überhaupt besiegen kann. Besiegen, das klingt lustig in dem Fall. Ein Ei hat er noch. Falls es ein Ei sein soll. Ah. Da, jetzt ist alles geheilt. So, da noch. Na komm schon, raus da mit dem ganzen Zeug hier, Kollege. So, wo fange ich denn am besten an? Der verliert mir jetzt schon wieder zu viel Lebensenergie. Okay. Wie gesagt, ich bin in der Kennenlernphase bei dem Freak hier. Ach, da ist noch eine Wunde. So, jetzt ist die aufgeheilt. Wir müssen auch noch weiter in den rein. Aber vorher. Ich habe auch so ein böses Gefühl, wenn ich diese riesige freie Fläche sehe, wenn ich ehrlich sein soll. Halt, nein. Injektion, Injektion. Da muss ich doch gerade mal gucken. Oh, ich wusste es. Aber erstmal hier den Giftscheiß weg hier. Vorher geht gar nichts. Ja, ich weiß, du brauchst Heilung. Ich renne hier so ziemlich knapp am Limit. Halt durch, mein Freund, halt durch, Peter. Okay, jetzt kommt die Heilung. Und mir egal, wie viel Zeit ich brauche, ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Ich heile ihn hoch bis in den grünen Bereich. Sogar noch ein Stückchen weiter, weil 28 BPM oder was es da heißt, ist mir zu wenig. Ich hätte ihn gern bei über 60. So. Wo muss ich nochmal reinpieken? Da. Okay, sehr interessant. Durchbrennen.
hat ja noch mehr Wunden da. Oh, noch mehr so ein Giftscheiß da. Guck an. Kann ich das hier noch weiter aufschlitzen irgendwie? Oder ich probiere es einfach aus. Risiko. Ah! Okay, Kettensäge. Auch nicht. Strom? Das war's dann wohl. Sehr schön. Eine Minute 28 noch Zeit. Aber ich denke mal, wir haben jetzt soweit alles erledigt hier bei dem. Hoffe ich doch mal. Rückwärtsgang, oder? Nein. Oh Mann. So, dann saugen wir mal den Mist hier weg. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich werde jetzt was reiner Neugier noch gucken. Aha. Aha. Eine Minute noch. Vergiss es, Leute. Den schaffe ich jetzt nicht. In 44 Sekunden. Never. Never. Also gut. Wo war die nächste Wunde? Stromschlag her. Keine Chance. Keine Chance. So. Nee, die Zeit wäre auch zu knapp gewesen, um jetzt alles da rauszusaugen und zu faxen hier. Ja, ich mache gleich ein schönes Replay und melde mich gleich wieder zurück. Vorher brauche ich noch einen Kaffee. Bis gleich. So, es kann weitergehen. Wir versuchen es mal erneut. Ich weiß ja jetzt, wie ich es machen muss. Halbwegs. Es muss halt nur klappen. Das ist die eine Tatsache. So, also. Hier die Eier aufschlitzen. Die Giftwunden. Und wegsaugen. Gefolgt von Feuerzeug und Heilung. Na, wirst du wohl heilen? So. Ah, nein, da hat er noch eine offene Wunde. Das war's für das Ei hier. Und wieder saugen. So, wieder die brandheiße Phase. Ich muss mir auch nur die Reihenfolge merken, in denen ich das ausbrenne und aufschleide und so. In der Reihenfolge kann ich das dann auch heilen. So, soweit haben wir es erledigt. Erst das Ei. Saugen. Ach Bursche, das kann nicht sein, dass du jetzt doch schon hier eine Injektion brauchst. Eine gebe ich dir. Sollte dich glücklich machen. So. Auf den Rest musst du warten. So, dir gebe ich wieder ein Injektion, wenn ich das hier erledigt habe. Saugen. Oh Gott, nee, das war zu blöd. Ich hätte ihm vorher eine Injektion geben sollen.
Mist. Jetzt habe ich mich voll verklickt. Voll verklickt. Okay, es wird noch eine längere Runde mit dem hier, mit dem Kollegen hier werden. Also, naja. Jetzt Avanti. Saugen. Ausbrennen. Und heilen. Ich meine, an der Kombozahl sieht man ja, dass ich es richtig angehe. Saugen! Au! Das war natürlich voll gut. Okay, den nächsten. Hat er nur die eine Wunde da gehabt? Auch recht. Ah nein, da hat er noch mehr. Also, hemmete Injektion. Du kriegst diesmal zwei. Beinahe hätte ich das so falsch gemacht, nur weil ich mich da verklicke. So, nimm das und sei glücklich damit. Nächste Injektion gibt's nach dem hier. Und zwar genau jetzt. Kommt eine noch, eine noch. Da kannst du auf jeden Fall nicht jammern. So, also, weg mit diesem Ei und weg mit diesen Wunden. Wir saugen! Eine Sache, die hätte ich schon von Anfang an sagen sollen vielleicht, zu Beginn dieses Let's Plays, auf die Art, wo man hier so operiert und so. Liebe Leute, macht das bitte nicht zu Hause nach. Wir sind in Deutschland und nicht in Amerika. Wir haben Krankenkassenkarten. Wir können uns, sind krankenversichert, das heißt nicht sogar. Wir können uns Krankenhäuser leisten. In dem Fall. So, also eine Injektion wieder rein verpassen. Und dann gucken wir mal. Also hier aufschlitzen. Und so, das ging ja schneller als ich dachte. Na! Saugen. Zwischendrin wieder eine Injektion. Also im Moment sieht es doch recht vielversprechend aus, oder? So, wo ist die nächste Stelle, in die ich reinpieksen muss? Da. Vorher wieder eine Injektion, dass du so in den grünen Bereich kommst hier, mein Freund. Peter. Gut. Strom. Jetzt die Wunden hier aufschlitzen. Saugen.
und ausbrennen. Also, es läuft auf jeden Fall definitiv besser. So, der nächste ist wo? Genau hier. Gut, dann werde ich aber vorher wieder eine Injektion verpassen. Krieg sogar diesmal noch eine extra Injektion. Und jetzt aber Beeilung. So. Kann sein, dass ich jetzt einen fatalen Fehler gemacht habe. Das Gift muss auf jeden Fall raus, ganz schnell. Also, Injektion, Injektion, Injektion. Avanti, avanti. Da reg ich mich jetzt zum Schluss noch so drüber auf. Warum? Warum? Okay, ich muss eine andere Taktik angehen. Andere. Maximal zwei Wunden öffnen. So, saugen. Ausbrennen. Und heilen. Halt, nein, da ist noch eine Wunde zum Ausbrennen. Schnell, 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 schnell. Beeilung, Beeilung, Beeilung. So. Da muss ich mich doch einfach drüber aufregen. So viel versprechen und dann habe ich es doch irgendwie verkackt. So, erst mache ich das eine Ei. Du kriegst gleich deine Heilung, Freundchen. So, hier in dem Mittelbereich hau ich dir die Heilung rein. Wenn ich ihn nicht retten müsste, würde ich den aus glatter Antipathie sterben lassen. Jetzt mal ohne Scherz. So. Dann will ich mal versuchen, dass ich ihn noch im grünen Bereich hier hochheile. Ach, das war's schon mit dem grünen Bereich. Ah, noch einmal ausbrennen.
So. Wunde war da, wie immer. Heilung erstmal. Sehr schön. Na komm schon, da ist es. Ja, ist ja schon recht. Du kriegst gleich wieder eine Spritze. Ich sag dir auch gleich, wo die Spritze reinkommt. Dahin. Jetzt wird mal heile, mein Freund. Wird mal heile. Wobei, wir sind noch lange keine Freunde. Ja, als Entschädigung kriegst du noch mal eine Heilung. Hier reinstechen, hier. Und wir saugen mal wieder. So, einmal haben wir noch. Hier. Ich gebe ihm nochmal eine Heil... Ah, ich Depp. Nur ganz sicher zu gehen, hier. Also einmal verpasse ich ihm noch eine Heilung. Dann geht der Endkampf los. Ich denke, das ist das letzte Mal. Okay. Stromteil her. Und mit dem Messerli. Saugen, saugen, saugen. Was? Ah, Feuerzeug, natürlich. Je weniger Wunden er hat, desto besser heilt das auch. Zwei, drei. Ich brauche eine Pause. Ich melde mich gleich zurück, denn sonst zerstöre ich hier meine Tastatur. So, da bin ich wieder und es ist wütender als je zuvor. Oh, das nächste Mal lasse ich dich. Nein, ich kann ihn nicht sterben lassen. Das ist das Blöde. Ich muss ihn retten, damit ich weiterkomme. Aber nö, der Wunsch wird mir vergönnt. Oh. Ah, beinahe hätte ich die Tackernadel angewendet. Super Sache. Verfehle ich da die Heilpaste? Ich muss mir einen Namen einfallen lassen für diese Paste. Na komm schon, jetzt mach hier. Hey, mal hinne hier. Mann. Was, nur eine Wunde? Nein, natürlich nicht. Die zweite ist direkt runter. Perfekt, besser kann ich ja gar nicht laufen.
Macht mir nur das Heilen schwieriger. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hey, aber ich habe in dem Zwischen jetzt im grünen Bereich mal hier den Arsch gerettet. Saugen! Vergiss es, Freundchen. Du wirst erst hier gebrandmarkt, bevor ich dir irgendeine Spritze verpasse. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ist ja gut, du hast gewonnen, Arschloch. Keine Geduld, der Fatzke hier. So! Nein! Nein! Meine Fresse! Blöder Rechtsklick! Ich reiß die Rechtsklick-Taste weg hier bald. Nur für dieses Spiel. Stupid Flash Games. Ah. Saugen! Ich meine, die Idee vom Spiel ist witzig, aber Aufregung ist garantiert. Okay. Eine Heilung. Mehr kriegst du jetzt nicht. Saugen! Irgendwie klingt es so abstößig, wenn ich hier so nach Saugen schreie, habe ich das Gefühl. Okay, wo ist die nächste Wunde? Da. Nur weil ich tierlieb bin. Ach komm jetzt. Nein, nicht Rechtsklick. Wo bist du? Komm raus. Oh, was für eine Zeitverschwendung. So, ausbrennen. So, jetzt geht es auf zum letzten Akt. Genau hier. So, und sei zufrieden mit dem, was ich dir jetzt gebe. Stromschläge!
Vielleicht öffne ich auch zu viele Wunden gleichzeitig. Aber das Gift muss einfach raus, weil sonst wird der Scheiß ja immer größer und so weiter. Halt, da ist noch was. Okay, jetzt müsste es erledigt sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ich höre jetzt mit. Für heute höre ich jetzt auf. Ich mache jetzt Schluss. Sonst werde ich hier. Ihr wollt es lieber nicht wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Joi, ich will mich nochmal hier an Peter versuchen. Also, das gibt mir keine Ruhe hier. So lange mache ich diese Episode eben, bis ich Peter hier geschafft habe. Halt, ich habe einen Fehler gemacht. Moment. Ich wollte ja die Taktik diesmal ganz anders angehen. Quit, yes. Akt 3, ach nee. Continue game. Hier Peter anwählen und Dingsbums. Dann starten wir mal. Und als erstes, das allererste, was ich machen werde, ist ihm jetzt mal schon mal eine derbe Heilung geben. So bis er über die 100 ist. So, das sollte für den Anfang mal genügen. Und dann versuche ich mal das Ganze hier durchzukauen. Na, komm schon. Bis, ohne dass ich ihm, wie soll ich sagen, hier nochmal Heilung verpassen muss. So. Ich will den hier. Also das. Wenn der hier schon so schwer ist, wir werden erstmal die anderen. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe da keinen blassen Schimmer und ich habe da echt Muffensausen davor. Aber andererseits kriege ich sonst das Let's Play nicht zu Ende. Okay. Und wieder saugen. Feuerzeug. Erstmal hier. Da, eins. Na komm schon. Daneben da. Eins, zwei und drei. So, prima. Bisher läuft es ja noch dementsprechend gut. So, hier aufschlitzen. Er hat bis jetzt noch keine Heilung gebraucht. Ist doch gut, ne? Ist doch prima. Und hier auch gleich nur eine Rotzwunde. Finde ich gut. Kauterisieren. Nicht den Tacker. Keine Ahnung, warum der jetzt hier den Tacker angewählt hat, die Sau. So, Staubsauger. Und dann hätten wir eigentlich schon die erste Runde überstanden. Dann, bevor ich ihn aufschlitze, verpasse ich ihm nochmal eine Heilung. Okay, kauterisieren. 1, 2, 3. So. Schritt 1 wäre dann in dem Fall getan. Da noch. Fertig. So, also, hier ist das Loch und jetzt verpasse ich ihm erstmal Heilung. Er kriegt jetzt ordentlich Heilungen reingeblasen. 3 Minuten Zeit noch. Das muss doch machbar sein. Über 3 Minuten sogar.
Mist. Einmal noch und dann ist die Nase voll. Okay, also nochmal schnell Röntgen. Hier ist die erste Wunde. So. Na, schlitz doch auf die Scheiße. Man merkt, ich bin sauer, oder? Tut mir leid fürs Fluchen. I'm really, really sorry about this Fluchscheiß hier. Aber ich mag Peter nicht. Ich mag ihn nicht. Der macht's mir echt nicht leicht in diesem Spiel. So. Ah, nein. Einmal noch hier ausbrennen. Und jetzt die Heilpaste drüber. Dann das nächste Loch aufschlitzen. So. Wo ist denn das nächste? Da drüben. Aber ich muss hier noch... Nochmal kurz. Ah ja, okay. 87 Energie noch. Und jetzt wieder den Schocker hier. Und da. Jawohl, Banzai, Sauger. Jetzt wird's aber ein bisschen eng hier. Aber ich habe dennoch gute Karten, es schaffen zu können. Jetzt geht's auf zur letzten Runde. Ja. Na also hier. Schlitz, 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 Schlitz. Batterie, Batterie. Los, los. Das war's für dich, Bastard. Ach komm, da gibt's doch nicht, dass da noch eine Wunde ist. Saugen, saugen, saugen. 42 Sekunden noch. Ach du liebe Scheiße, das wird knapp, das wird wieder knapp. Energie sieht diesmal ganz gut aus bei ihm, aber dafür zeitmäßig sieht's miserabel aus. Ach Mann, ich muss lernen, mich in diesem Spiel zu beeilen. So, also. Zack, zack, zack. Jetzt hier rumbrennen. Na komm schon. 12 Sekunden, ich schaff's wieder nicht. Ich schaff's wieder nicht. Dabei lief es doch am Anfang so gut. Ich muss an der Tastatur hier. An der Tastaturbelegung hier arbeiten. Komm schon, komm schon. Die Zeit ist schon abgelaufen. Er ist mir verreckt. Er ist mir verreckt. Aber der Anfang war schon mal ziemlich gut. Also, nochmal von vorne in dem Fall. Puh, Konzentration, Konzentration. Die Heilung bitte. Über 100 mache ich dich auf jeden Fall wieder. So, dann wird er jetzt aufgeschlitzt. Und ja, das kennt ihr ja jetzt inzwischen. Genauso gut wie ich kennt ihr das. Ich darf es halt nur nicht verkacken. So, Paste. Nächste Ding. Sauger. Und ausbrennen.
Na komm schon. Heile, 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 Segen, heile, 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 Segen, heile, 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 Beeilung. So, wunderbar, das wäre erledigt. Jetzt hier nochmal aufschlitzen. Staubsaugen. Und ausbrennen. Ach, da habe ich noch eine Wunde übersehen. Okay. Staubsaugen. 4 Minuten Zeit noch. So, 1, 2 und 3. So, na komm schon, komm schon, komm schon. So, jetzt heilen wir den guten Fatzke hier nochmal eine Runde auf. Wo war das Ding? Ach, da, okay. Ah, halt. Die Heilung eben aufwerten. Eine Runde noch und das sollte dann eigentlich mal genügen. Na komm schon. Wo ist das Ding? Da ist das Loch. Schnibbel die Schnapp. Elektrobatterie. Raus mit dem Spinnchen. Töten. Wunden aufschlitzen. Saugen. Die ganze Prozedur eben. So, jetzt ausbrennt die Scheiße. Ach, verdammtes Rechtsklick. Okay, der nächste bitte, da. Zack, 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 zack. Na komm schon, Schlitz auf. Schlitz auf die Scheiße. Staubsaugen. Und ausbrennen. Okay. Jetzt brauche ich erstmal kurz. Also, jetzt einmal noch. Ein letztes Mal noch. Die Hände kurz hier mal ausspannen. 1:49 Zeit, also fast 2 Minuten. Und dann kommt der letzte. Jetzt kommt der letzte Gegner. 52 Energie noch. Konzentration. Konzentration. Okay. Die Tasten an die richtige Position gelegt, also die Finger in die richtigen Tasten. Und los geht's. Resume. Wo ist das Ding? Schnell. Da. Dann wird man hier aufgeschnitten. So. Ran ans Werk. Und schnell das Gift rausgesaugt. Jetzt sinkt schon seine Energie rapide. Das finde ich ja eine Mega-Sauerei. Also brennen wir hier mal hier das Zeug aus, was nur geht. Na komm schon, brenn mehr aus. Der verliert mir gerade so viel Blut, das gibt's doch nicht. Irgendwas mängelt es immer. Nein, 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 nicht, nicht, nicht.
Schwert zum Hulk. Das ist die längste Amateur Surgeon Episode ever. Die längste. Ich mache jetzt hier Aufnahmepause, bis ich wieder bei dem einen Typen da vorne bin. Sorry, so mache ich das jetzt immer. Also bis ich am letzten hier bin und ja, bis gleich. So, und da kann es jetzt auch weitergehen. Ich habe ihn auch inzwischen hochgehalten. 1 Minute 37 noch Zeit. Ja, fackeln wir nicht lange rum. Legen wir los. Wo ist die Wunde? Da ist die Wunde. Stromschlag. Messer und hier die Wunden aufschlitzen. Und jetzt alles wegsaugen. Und so schnell wie möglich jetzt noch heulen. Heilen. Nicht heulen, heilen. Heulen tue ich, wenn ich verlieren sollte. Okay, brennen wir das Ganze hier aus jetzt mal endlich. 54 Sekunden noch Zeit. Ich glaube, diesmal schaffe ich's. Der Glaube zählt, oder? Ja, jetzt hier noch die Paste drüber und dann ist es auch endlich geschafft, fast zumindest. Combo, 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 oh yeah. Oh, ich fühle es, ich bin dem Sieg nahe. Oh yeah. Diesmal kriege ich dich, Peter. Diesmal ja. Oh ja. Zu tackern. Zu brennen. Zu heilen. Schnell, schnell, schnell jetzt hier noch zu tackern. Zu brennen. Und zu heilen. Yes! Yes! Es ist geschafft! Oh, thank you, I don't know what happened. Du weißt nicht, was passiert ist? Ach, ist mir doch für scheißegal. Peter, you have seen a girl around here? Have you seen a girl around here? Hast du ein Mädel hier rumrennen sehen? Ein Mädchen? Nee, aber ich hörte, dass in das, I hear the city crime boss is plenty and mad about what's happening to everyone. Ich hörte, dass irgendein krimineller Boss ziemlich sauer ist und verrückt über, das, was hier jedem passiert, irgendwie so, ja. He's on his way. I have to get out of here. Mr. Caruthers will get nervous. Also, er ist auf seinem Weg hierher. Mr. Caruthers wird nervös. And when he's nervous, he gets gassy and aggressive. That's in that order. Keine Ahnung, was gassy heißt, aber wenn er nervös wird, dann wird er eben aggressiv, eben in der Reihenfolge. 2 Sekunden hätte ich noch Zeit gehabt. Oh, okay, und das ist dann der nächste hier, aber der wird jetzt definitiv in der nächsten Episode. Ich glaub's nicht, ich hab jetzt... Das war jetzt die längste Episode ever, die längste. Aber endlich ist es geschafft. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.